4,1 Millionen Internet-User staunten bisher über diese unglaubliche Aktion eines Wagemutigen. Doch kann ein solcher Sprung über fast 100 Meter echt sein? Oder würde sich der Stuntman bei der Aktion nicht alle Knochen brechen? Echt oder Fake? Wir haben nachgefragt beim Physikexperten Stefan Müller von der Uni Stuttgart. Also ich denke nicht, dass es möglich ist, den Auftreffpunkt so genau vorherzusagen. Zwar kann man, wenn man alles ganz genau weiß, die Flugbahn ganz genau berechnen, aber in diesem Fall ist die Anlaufgeschwindigkeit, der Absprung, die Windverhältnisse, alles ist so ungenau, dass ich nicht besser als 10 Meter vorhersagen könnte, in welchem Bereich nun der Mann landet. Außerdem dürfte der Stuntman diese Landung wohl kaum ohne Verletzungen überstehen. Das Viral von Microsoft ist zwar lustig, aber mit Sicherheit ein Fake.